Hier präsentieren wir die 5 beste Rasenerde im Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu starten Nummer 5. Rasenerde Plan Top 45 Liter Neurasensubstrat in Gärtnerqualität aus Bayern. Die Zusammensetzung dieses Gegenstandes ist wirklich sehr erfolgreich. Der Rasen hat einen ziemlich hohen Kaliumwebgehalt, was sich danach vor allem in der Stärke der Rasenklingen zeigt. Die Entwicklungsrate des Rasens ist zusätzlich relativ schnell, wie mehrere völlig zufriedene Kunden bestätigen. Aufgrund des vergleichsweise hohen pH-Wertes sollten Sie die Plantop-Sorte nicht nutzen, wenn Ihr Boden natürlich mit einem hohen Kalkwebgehalt gesegnet ist. Zwei kleine Faktoren, jedoch, das allgemeine Bild ein wenig zu senken. Auf der einen Seite ist die Plantop-Rasenboden nicht besonders produktiv, so ist es ein wenig weniger ideal für größere Werften. Darüber hinaus kritisieren einige die Gleichförmigkeit des Produktes. Die Erde sieht nicht wirklich toll aus, man kann sie als mulchig erklären. Nummer 4. Neudorf Neuduhum Rasen Erde 40 Liter. Denn auch das Make-up zeigt, dass es sich nicht um einen einheitlichen Rasendreck handelt. Im Neuduhum gibt es einige Inhaltsstoffe, die in solchen Produkten kaum zu finden sind. Holzfasern und auch Carbon finden zum Beispiel ihren Weg direkt in die Mischung. Zusätzlich stehen Grünabfälle und auch Algen im großen Prozedere. Außerdem führt dies in der Regel zu einem besonders langlebigen Gras. Denn der Neuduhum-Schmutz besticht durch einen nahezu unvergleichlich hohen Kaliumwebgehalt 700 mg pro Liter, die dann ihren Rasen stärker und viel widerstandsfähiger machen. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Kölles Beste. Rasenerde Torf reduziert. Aufgrund der Tatsache, dass man mit so viel Planeten etwas bewegen kann. Insgesamt liefert Ihnen Pflanzenköller satte 1800 Liter. Diese Mischung ist nicht so effektiv wie verschiedene andere Produkte, können Sie bis zu 180 Quadratmeter Rasen in einem Schritt vorbereiten, so kann sich die Kombination besonders für die Aufwertung von Gärten lohnen. Die Zusammensetzung dieses Grasschmutzes hat sowohl Vorteile als auch negative Aspekte. Der hohe Stickstoff- sowie Kaliumgehalt, der ein besonders günstiges Wachstumsergebnis und auch Haltbarkeit hat, erklärt. Vor allem wird das starke Gras, das mit den Kölner Erdepflanzen entwickelt wird, typischerweise gelobt. Phosphat wird nur in relativ geringen Mengen gehabt. Der Salzwebinhalt ist auch ein bisschen schlecht, also wenn Ihr Hof dazu neigt, Moos zu entwickeln, sollten Sie ein verschiedenes Element auswählen oder zusätzliche Rasenkalk verwenden. Nummer 2. Floragard 4 in 1 Rasenfit 2x2011 für 20 Meter. Denn der Stickstoffgehalt dieses Produktes ist besonders hoch. Floragard-Schmutz enthält 230 mg des ganz natürlichen Entwicklungsbeschleunigers pro Liter. Das liegt nicht zuletzt an der Realität, dass Floragard erstklassige und milde Gülle als einen der Hauptbestandteile verwendet. Wenn Sie also schnell ein dichtes Gras benötigen, ist diese Variante eine hervorragende Wahl. In Bezug auf den Preis hat die 4 in 1 Grasfit eine Tendenz, im unteren Segment zu sein. Dennoch muss man bedenken, dass man für einen größeren Hof einiges vom Planeten braucht. Mit einer 40 Liter Sendung kann man sich um maximal 4 Quadratmeter mit der empfohlenen Dosierung kümmern, im Gegensatz zu anderen Gegenständen wie Kompo-Schmutz nicht so effektiv. Und die Nummer 1 unserer Liste. Kompo-Rasenfit Plus, 5 in 1 Keimsubstrat. Während Sie zahlreiche Pfund eitern gehen müssen, um ein Gras von typischer Dimension anzubauen, ist Kompo-Schmutz extrem sparsam. Sie müssen nur 2 Liter Erde auftragen, die hauptsächlich aus Torf, Sand und auch Kalk besteht, pro Quadratmeter. Mit einem 20 Kilo Sack kann man viel bewegen. Die Ergebnisse, die mit ihm erreicht werden können, sind überraschend ausgezeichnet trotz der niedrigen Dosis. Der recht hohe Kaliumwebgehalt des Rasenfit Plus macht sich hier besonders bemerkbar. Er sorgt für einen besonders haltbaren Hof. Wenn Sie ein Gras haben, das viel Kalktherapie nützt, dann ist Kompoboden höchstwahrscheinlich nicht die erste Wahl. Der pH-Wert liegt bei einfach 5,4%, also müsste man sicher auch Graskalk nutzen. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.
Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.